Corona und willkommen aus meinem Wohnzimmer. Ich habe mir nämlich für heute mal was anderes überlegt. Während der Uli hinten durchs Bild läuft, sind mir nach meinem letzten Video, wo es um das Thema Körpergröße unter anderem ging, ganz, ganz viele Fragen privat auch vor allem zugeschickt worden von Leuten, die gerne wissen wollten, wie das sein kann, dass ich so klein bin. Das hätten sie sich niemals gedacht und ich dachte, das wäre mittlerweile so allgemein bekannt. Aber da wir hier ja fast unter Mädchen sind, also ich glaube, laut meinen Analytics sind wir 87% Mädels, haben mir natürlich auch ganz, ganz viele Mädchen geschrieben und hauptsächlich ging es um das Thema Mode. Es gibt wohl den ein oder anderen Hobbit neben mir da draußen und ganz viele sind wohl auch verunsichert, was ihre Klamotten angeht, was sie anziehen können, damit sie nicht kurz oder schmal oder zu lang, zu dünn, zu flauschig wirken und haben mich halt gefragt, wie ich das mache, dass ich meine sehr kurze Körpergröße mit Klamotten einkleide bzw. das so ein bisschen kompensiere. Und tatsächlich bin ich ja jetzt schon ein paar Jahre 25 und habe mir so meine Tricks zurechtgelegt. Und eins vorweg, ich bin definitiv keine Fashionista, also so Trends und sowas, nee. Aber ich dachte mir, ich zeige euch mal meine kleinen Kniffe, wie ich mich gerne mal ein paar Zentimeter größer mogel. Deswegen stehen wir auch hier, denn jetzt kann ich einen langen Ausfallschritt machen und ihr seht, was ich trage. Ich trage nämlich, ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt hören könnt aus der Entfernung, ich trage am allerliebsten Kleider. Früher war das nicht so, früher bin ich mehr so ein bisschen burschikoser unterwegs gewesen. Und wollte das auch. Lange Haare habe ich immer gehabt, aber ich wollte eigentlich nicht so mega feminin sein. Mittlerweile hat sich das auch geändert bei mir. Und am allerliebsten trage ich Kleider, was auch daran liegt, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, Hosen zu finden, die nicht danach zum Schneider müssen. Aber ja, kommen wir zu Tipp 1. Das Problem ist nämlich, dass man in solchen Kleidern, weil ich gerne, ich weiß gar nicht, was das ist, A-Linie oder sowas, also ich trage die gerne sackig runter, aber ihr seht, das verkürzt mich schon ganz schön sehr. Da gibt es einen coolen Trick. Gürtel drum, ja. Der Gürtel sorgt nämlich dafür, dass eure Taille betont wird. Ja, no shit, Sherlock, ich weiß. Aber das hat den Vorteil, dass man ungefähr anahnen kann, wo eure Taille ist, beziehungsweise wo die Beine anfangen. Und ich mache mir immer den, ja, ich schummel das immer noch so ein paar Zentimeter höher, weil dadurch einfach meine Beinpartie ein bisschen länger wirkt. Gürtel kann man um alles drum machen, finde ich prima und ist auf jeden Fall bei mir ein wie nennt sich das? It-Piece? Must-Have-Piece? Ich habe immer einen Gürtel. Man kann das dann hier auch noch so ein bisschen rausziehen. Dann kaschiert man vielleicht das ein oder andere Brötchen, sage ich mal. Und dann ist das wunderbar. Jetzt schlappert der hier nur so ein bisschen rum. Ihr könnt zum Beispiel auch Kleider kaufen, wie dieses hier jetzt, wo direkt ein Gürtelchen mit drin ist. Auch eigentlich ein sehr easy-peasy, aber dennoch nicht zu unterschätzender kleiner Tipp ist einfarbig tragen, ja. Grundsätzlich trage ich sowieso am liebsten schwarz in schwarz in schwarz in schwarz. Ich versuche aber mittlerweile, mich immer noch mal so ein bisschen an Farben zu orientieren. Aber wenn ihr das Oberteil und die Hose in einer Farbe tragt, dann streckt euch das ein bisschen. Ihr könnt das auch kombinieren mit kleinen Farbtupfern, das zeige ich euch jetzt gleich. Aber wenn ihr zum Beispiel, es muss jetzt nicht schwarz sein, ihr könnt auch grün mit grün oder nude mit nude und einen schwarzen Mantel drüber. Insgesamt werdet ihr dann mittig ein bisschen länger gestreckt. Am besten zieht ihr auch noch ähnlich farbige Schuhe darauf an, also sprich, wenn ihr Nude-Pulli tragt, eine Nude-Hose, am besten auch noch Nude-farbene Schuhe. Außerdem ist das bestimmt irgendwie modisch, keine Ahnung, aber es streckt euch auf jeden Fall von der Silhouette her sehr und da könnt ihr dann auch zum Beispiel einen Oversize-Mantel drüber tragen. Das wirkt dann nicht mehr so klobig, weil ihr halt in der Mitte wie ein ganz kleines, schmales Persönchen wirkt. An dem Beispiel hier kann man das jetzt zum Beispiel gut sehen. Es ist eigentlich ein schwarzes Outfit, es sind kleine gelbe Blümchen drauf und mit einer gelben Jacke kombiniert, tipptopp. Ist jetzt wahrscheinlich im Frühling nicht mehr ganz so die Farbe, aber für den Herbst ist das mega. Und das führt mich auch schon direkt zu einem nächsten Punkt, denn ich trage am liebsten sehr kurze Röcke. Und ich weiß, viele unter euch da draußen fühlen sich mit kurzen Röcken ein bisschen unwohl, weil man sich nicht so richtig bewegen kann. Deswegen ist echt meine Errungenschaft der letzten Jahre, Ole legt sich da unten in meinen Klamottenstapel, den ich vorbereitet hatte. Meine Errungenschaft der letzten Jahre sind Jumpsuits, weil da kann nichts rausgucken. Es ist wunderbar. Man kann sich sogar breitbeinig wie ein Bauarbeiter irgendwo hinsetzen und man hat immer alles da, wo es hingehört. Jumpsuits finde ich mega. Das Praktische bei dem ist jetzt hier, der hat auch so einen etwas gerafften Taillenbund. Das ist noch schön, dann betont es das die Hüfte nochmal. Aber ja, Thema kurze Röcke. Ich kann euch das an einem ganz kurzen Beispiel zeigen. Dieser Rock hier zum Beispiel ist nämlich sehr, sehr lang. Der geht fast bis zu den Knöcheln. Der sieht zwar sehr schön aus, aber von meiner Größenstatur, Figur her tut er mir jetzt nicht so viel Gutes, wie man sehen kann. Der sitzt zwar high waist, weil ich ihn schon sehr, sehr hoch gezogen habe, aber insgesamt weiß man nicht so recht, wo sind ihre Beine, warum ist ihr Rumpf so kurz und was zum Teufel soll das eigentlich? Und ich mag eigentlich diese high waist Röcke, aber der schmeichelt mir jetzt nicht so unbedingt. Dazu kommt halt noch, dass der dadurch, dass er eben so fällt, wie er fällt und da drunter keine Beinchen mehr kommen, ein bisschen aufträgt. Und das möchte man ja nun wirklich nicht. Wenn man jetzt nicht so auf Mini-Röcke steht, ist das ja gar nicht das Problem. Aber ich bin Team Mitte-Oberschenkel. Also meine Röcke enden eigentlich alle immer bei der Mitte meiner Oberschenkel, weil ich einfach der Meinung bin, dann sieht man noch meine Knie.
Und ich finde, so Knie tun den Füßen und der Länge des Körpers insgesamt was sehr Gutes. Die Füße haben hier überhaupt nichts verloren. Aber ja, ihr könnt das natürlich auch miteinander kombinieren. High-Waist ist immer eine gute Sache, weil ihr dadurch eure Taille künstlich ein bisschen nach oben streckt und dadurch wirkt, als wenn ihr längere Beine hättet. Das tut der Länge des Oberkörpers aber jetzt nicht unbedingt was ab. Nicht ganz so lange Röcke sind da halt auch sehr zuträglich, weil Maxi-Kleider sehen bei mir jetzt nicht so geil aus. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Also ich für meinen Teil habe festgestellt, Maxi-Kleider sind echt nur für Maxi-Menschen und mir steht das leider gar nicht, weil ich dadurch wirke wie ein Zwerg. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist eine rein subjektive Meinung bzw. Wahrnehmung von mir, ne? Weil kann ja auch sein, dass ihr sagt, du sahst mit dem langen Rock viel länger aus als mit dem kurzen. Dann kann das natürlich sein, ich persönlich mit meiner Wahrnehmung nehme es anders wahr. Und ja, das Problem, Maxi-Kleid, das seht ihr jetzt hier. Ihr seht schon, es ist, ja, es ist nicht viel von mir übrig. Und ich habe hier eigentlich schon einen kleinen Kniff, nämlich diesen kleinen Beinschlitz. Der verlängert auch nochmal künstlich, wenn man den jetzt ein bisschen höher zieht, bin ich aber nicht so der Fan von. Gerade zum Beispiel beim Fahrradfahren ist das eine Katastrophe. Da kommt man nämlich in die Speichen und fällt auf die Fresse. Insgesamt habe ich einen wahnsinnigen Hang dazu, kurze oder kürzere Klamotten zu tragen, was ich früher nie getan habe. Früher habe ich eigentlich alles immer in Oversize. Schlupp, schlupp, TV im Hintergrund. Ja, früher war ich eigentlich immer bestrebt, relativ weite und große Klamotten zu tragen. Habe gar nicht so viel Körperbetontes getragen, weil ich irgendwie immer den Spleen hatte, dass ich nicht möchte, dass man meine Figur gut erkennt. Mittlerweile ist das natürlich anders und ich habe ein sehr, sehr, sehr viel positiveres Bild von mir selber und stehe auch dazu. Vor allem zu mir und meinem Körper und wie ich aussehe und habe mir da, glaube ich, auch selber einen Gefallen mitgetan, weil früher habe ich meine Tops halt zum Beispiel bei Shorts immer drüber getragen. Das sah dann... Ja, gut, man hat halt die Beine noch gesehen, das war es dann aber schon. Der Rest war eigentlich mehr so Bauklötzchen-Prinzip. Und mein absoluter Game- und Life-Changer war so ein kleiner, naja, Mini-Kniff, den ich jetzt abgeändert habe. Und zwar einfach das Oberteil in die Hose stecken. Ja, ich weiß, jetzt explodiert euch wahrscheinlich der Kopf, weil ihr sowas noch nie gehört und gesehen habt. Aber das ändert einfach alles. Ich habe das früher nie gemacht, weil ich immer so ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte hatte, weil ich... Ich finde meine Hüfte nicht so schön. Ich finde die sehr breit im Vergleich, aber das ist ja meine Sache. Mittlerweile kann ich sie aber annehmen und lieben wie mich selbst. Deswegen zeige ich auch meine Hüfte. So, und das ändert alles, weil man einfach wesentlich größer damit aussieht, weil man sich halt den Taillenbund hochschummelt. Und das kann ich echt nur jedem empfehlen. Kinder, steckt die Sachen in die Hose. Das klingt falsch. Steckt euer T-Shirt in die Hose. Nichts anderes, bitte. Übrigens auch noch so ein kleiner Tipp von mir. Früher voll verhasst, mittlerweile absoluter Lebenshack ist der V-Ausschnitt. Ihr dürft auch Ausschnitt tragen. Von mir aus gerne auch ein bisschen tiefer, weil das streckt eure Silhouette vom Hals. Generell sind, glaube ich, für kleine Menschen Hochsteckfrisuren bzw. kürzere Frisuren insgesamt ein bisschen geeigneter. Gehe ich nicht mit. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich liebe meine langen Haare und ich habe die jetzt schon echt lange, sonst wären sie nicht so lang. Aber V-Ausschnitt kann sehr vieles retten, weil ihr insgesamt einfach euren Hals verlängert. Das streckt euch nochmal zusätzlich und wenn ihr dann das T-Shirt einfach in die Hose tragt, tipptopp, dann habt ihr einen langen Hals, einen angenehmen Oberkörper, lange Beine, wunderbar. Wobei auch da muss man wieder gucken, also insgesamt das Oberteil hier zum Beispiel, das hat einen schönen V-Ausschnitt, aber das sieht zwar mit hochgesteckten Haaren ganz cool aus, aber es sind einfach Querstreifen und bei dem Oberteil bin ich mir nicht so sicher, ob ich es mag oder nicht. Insgesamt gefällt mir das Muster sehr, weil große Muster sind auch immer wichtig, da komme ich aber gleich zu. Aber Querstreifen machen einen eigentlich ein bisschen breiter als lang, das soll natürlich nicht so sein. Der Ausschnitt bei dem Oberteil gefällt mir aber so gut, dass ich da einfach einen Abstrich gemacht habe und gesagt habe, naja, komm, ab und zu kannst du es mal tragen. Aber ich zeige euch jetzt den direkten Vergleich. Querstreifen, Längsstreifen ist schon ein bisschen besser, weil man sieht, es streckt halt insgesamt irgendwie optisch auch nochmal den Oberkörper mehr als Querstreifen. Also ich trage auch Querstreifen, tragt Querstreifen, wenn ihr Querstreifen tragen wollt, aber wenn ihr euch künstlich ein bisschen verlängern wollt, tragt Längsstreifen. Ja, wie schon gesagt, mit Hosen habe ich so meine Probleme, deswegen kommen die hier aktuell nicht vor. Ihr dürft aber gerne mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ich euch ein bisschen was zu meinem Hosenstall, lol, erzählen soll. Also zu meinen Hosen. Ich habe schon Hosen. Ich habe auch viele unterschiedliche Hosen. Nach denen habe ich aber lange suchen müssen. Und da gibt es auch so ein paar kleine Kniffe und Tricks, Tipps. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch für das Thema Hosen interessiert. Dann mache ich da gerne auch ein Video zu. Eine weitere Sache jetzt noch, die mir in den letzten anderthalb Jahren untergekommen ist, die viele von euch wahrscheinlich kennen, die ich aber einfach absolut liebe, sind diese Shorts, Röcke und Hosen mit dem Paperback-Schnitt. Paperback? Ich glaube, sie heißen Paperback-Hosen. Das sind so Hosen, die sehen aus, ich sage mal, als wenn man einen Sack
Mehl nimmt, so einen Jutesack und bindet oben einen Tau drum und dann hat der oben halt noch so schöne Rüschen. Ich mag das, ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber ich finde das sehr, sehr schön. Da kann man Oberteile sehr schön reinstecken, je nachdem, ob ihr zum Beispiel Leinen oder Viskose nehmt, könnt ihr da auch wirklich moderne und schicke Outfits mit zaubern. Also ich bin da ein absoluter Fan von. Ich habe mittlerweile welche in grün, in gelb, in rot, in bunt, in schwarz. Alle Farben und Formen dieser Welt. Viele Shorts, aber auch viele lange Hosen. Und bin ich absoluter Fan von. Tatsächlich glaube ich, dass meine ein bisschen zu lang sind, aber das macht ja nichts. Die kann man ja auch noch kürzen. Was ich noch sagen wollte zum Thema Muster. Keine Angst vor Mustern. Ich habe mich die letzten locker 10 Jahre lang davor verwehrt, Muster zu tragen, weil ich unter anderem der Meinung war, dass ich mit meinen Tätowierungen einen absoluten Clusterfuck hervorrufe, wenn ich jetzt auch noch Muster trage. Aber Muster sind geil. Muster lenken von allem ab. Muster lenken von Fettpölsterchen ab. Muster lenken von einer kleinen Körpergröße ab. Muster lenken von Diebstahl ab. Deswegen tragt sehr gemusterte Kleidung, wenn ihr eine Bank ausraubt. Verdammt nochmal. Muster sind einfach cool. Und ich habe jetzt hier ein Kleid an. Das ist natürlich wieder quergestreift. Ihr seht schon, ich und die Querstreifen, wir lieben uns einfach. Aber es ist ein tolles Kleid. Und man kann es dadurch, dass es so wahnsinnig viel Muster ist, einfach auch toll kombinieren. Ihr könnt einen schwarzen Blazer drauf anziehen, ihr könnt ein paar hohe Schuhe drauf anziehen, ihr könnt auch einfach Turnschuhe drauf anziehen und eine Jeansjacke. Hauptsache ist halt, dass kein weiteres Muster auftaucht. Also ich bin immer so Fan, eine Klamotte hat ein wildes Muster. Also nicht eine wild gemusterte Hose und ein wild gemustertes Oberteil, das finde ich persönlich too much. Kann man aber machen, wie man will. Aber ja, übrigens, falls ihr solche Kleider habt wie dieses hier jetzt und die sind euch einfach zu lang, ich habe das jetzt zum Schneider gegeben. Aber absoluter Mega-Sparfuchstrick. Ihr könnt bei so eng anliegenden Kleidern den Stoff einfach nach innen klappen. Ihr könnt theoretisch einfach den Stoff nehmen, einmal längs so nach innen falten und ein bisschen längs ziehen. Dann bleibt das so. Ich habe so viele von diesen Basic-Kleidern, die viel zu lang sind für mich eigentlich, die ich einfach so umgeklappt habe, weil es so viel, viel besser passt. Übrigens auch noch ein kleiner Trick oder Tipp, falls ihr Röcke habt, die zu lang sind und ihr wollt die nicht zum Schneider bringen oder könnt sie nicht umklappen, Raffungen strecken das auch unheimlich angenehm. Also wenn ihr zum Beispiel einen Rock tragt und der endet hier, dann könnt ihr an einer Seite einfach mit ein paar Sicherheitsnadeln einen kleinen Beinschlitz erzeugen. Es muss jetzt nicht so unfassbar nuttig hoch sein wie hier, aber so bis hier, wenn der Rock dann bis hierhin geht. Und dadurch wird euer Bein beziehungsweise eure Hüfte ein bisschen künstlich verlängert. Last but not least, was natürlich nicht fehlen darf als absoluter Tipp-Trick, Hint für kleine Frauen sind hohe Schuhe. So, ich hasse Absätze, ihr hasst Absätze, wir alle hassen Absätze, deswegen wollen wir keine Absätze tragen. Gott verdammt, was machen wir denn dann? Kann ich euch sagen, tragt Plateauschuhe. Ich liebe Plateauschuhe. Die sind ja Gott sei Dank momentan so ein bisschen in Mode. Können vielleicht ein bisschen klobig am Fuß wirken, aber nee. Und die machen alles besser. Ich liebe, 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 liebe Plateauschuhe. Und ich meine damit nicht nur Plateau-Absatzschuhe, die sind auch schon sehr cool, weil die halt schon ganz praktisch sind, weil man eben nicht auf diesem Pfennigabsatz rumlaufen muss, sondern eben Plateau-Turnschuhe, so wie quasi Vans oder sowas, nur auf dem Absatz. Finde ich mega, solltet ihr tragen, sollte ich tragen, sollten wir alle tragen, ist auch super bequem. Ja, das sind meine kleinen dämlichen Tipps und Tricks für kleine Leute. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abonnement freuen. Damit unterstützt ihr mich und meine heiße und innige Liebe zum YouTube-Algorithmus. Und gerne freue ich mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben. Hier habe ich jetzt noch zwei weitere Kleiderschrank-Eskapaden für euch, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss.